Stoff durch. Lohnt es sich ganz bestimmt mal zu filmen, weil wir haben hier einen benutzungspflichtigen Radweg. Der läuft parallel zur B55, einer wirklich breiten Straße. Und hier haben wir schon die ersten Probleme. Wir haben es eigentlich mit einer Straße hier zu tun und nicht mit einem Radweg. Wir fahren morgens auch immer aus diesen Grundstücken rechts Autos raus oder diese geparkten Fahrzeuge hier starten. Das ist schon mal doof. Und jetzt wird es irgendwie ganz abstrus, weil das Ganze läuft auf dem Gehweg steil den Berg runter. Das heißt, man kriegt Speed ohne Ende. Und wenn man hier sieht, rechts kommen überall Ausfahrten raus, die nicht einsehbar sind für die Radfahrer. Hier ist eine Gaststätte. Hier wird es ein bisschen enger. Und hier ist alles unübersichtlich. Und jetzt wird es ganz krass. Wir sehen natürlich Fußgänger auf dem Radweg und hier von rechts die Hausausgänge direkt auf dem Weg, Ausfahrten direkt auf dem Weg. Danke Jungs. Ja, hier ganz krass ausfahrende Autos, Fußgänger, alles durcheinander. Und auch hier Ausgänge, Ausfahrten. Krass. Die Mädels gucken nicht. Die hatten wir jetzt auch nur ein bisschen ablaufen. Das muss man aufpassen. Dann haben wir hier eine Bushaltestelle. Die ist jetzt natürlich nicht stark besucht. Morgens, wenn hier Schule ist, dann geht der Punk ab. Ich brauche hier nichts weiter zu sagen. Natürlich achten die Leute nicht auf die Radfahrer. Wie sie wollen, fahren wie sie wollen. Und überall rechts ausfahren. Schilder. Ja, Krampf. Aber immer noch dicke Programme, wie man hier sieht. Also immer noch drauf bestehen, jawohl, wir es hatten. Das ist übrigens auf der anderen Seite. Falls hier auf der Südseite, auf der Nordseite ist es genau das Gleiche. Echt schlimm, finde ich. Langsamer fahren, weil hier ist überall, kommt überall Autos raus. Es ist rot. Halten. Ist rot. Die hat mir wohl jetzt nicht geglaubt oder getraut. Die hat gedacht, ich fahre, ich bin ein Kampfradler. Bin ich aber nicht, natürlich nicht. Ja. Ja, da vorne kann man schon sehen, was weiter abgeht hier. Da vorne wird es nämlich noch schlimmer. Da ist der Bahnhof in Königsdorf und vorher noch einige Geschäfte. Da fährt man wirklich Slalom als Radfahrer. Aber wie man sieht, da vorne auch hinter der Kreuzung neben dem Rewe-Schild, das Schild verpflichtender Radweg auf dem Gehweg. Natürlich guckt diese Frau und achtet nicht auf mich, das ist ja ganz klar, wie sollte sie auch. Die beiden Damen nehmen mal locker den Gehweg ein. Da hinten dran kommt jemand von links. Tankstelle ist auch nicht ohne, da fahren Autos rein, natürlich als Rechtsabbieger. Da kommt ein Daimler, der passt natürlich, passt er auf mich auf, natürlich nicht. Den hätte ich rammen können jetzt, wollte ich natürlich nicht. Jetzt muss ich mal kurz anklären, sonst laufen die mir ins Rad. Kinderhunde, ganz gefährlich. Das reicht in diese Bahn. Nein. Und auch hier Bushaltestelle, Bahnhof. Ja, das ist eine ganz, ganz schöne Stelle hier. Da ist morgens Halligalli, da kann man nicht durch, muss absteigen in der Regel. So, jetzt wird es besser, das kann man hier lassen, denn da ist nicht viel. Trotzdem.
nehme auch die Klinge nicht mehr an, damit die nicht... Ja, hier wird es ganz lustig, denn hier dürfen wir auf einmal auf die Straße. Offensichtlich wird es dem Verkehrsplan hier auch zu mulmig. So nach dem Motto, oh, ob wir hier drauf bleiben dürfen, aber ich bleib jetzt mal drauf. Aber hier sehen wir schon, es geht weiter. Ich bin ein bisschen voll zerschrocken. Ab jetzt geht's wieder, also hier könnte man es jetzt auch so lassen, aber durch den Ort durch.